Markenrecht. Ein kurzer Überblick über Markenschutz. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was Markenrecht ist und gebe einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten im Markenschutz. Welche Arten von Marken gibt es? Wie entstehen überhaupt Marken? Und was kosten Marken? Markenrecht ist ein Teil des Kennzeichenrechts und damit ein Teil des gewerblichen Rechtsschutzes. Marken entstehen entweder durch Eintragung, durch Benutzung oder durch notorische Bekanntheit. Die allermeisten Marken sind eingetragene Marken, weil es einfach das günstigste und einfachste ist, Markenschutz zu bekommen. Die übrigen Markenformen erfordern einen recht hohen Aufwand, um damit Markenschutz erzielen zu können. Wenn man zum Beispiel eine Benutzungsmarke geltend machen möchte, dann muss man in der Regel eine Verkehrsumfrage, also mit einem unabhängigen Umfrageinstitut wie, weiß ich, DIMAP oder GfK oder Allensbach, durchführen lassen, zum Beispiel in der Fußgängerzone, ob eben die angesprochenen Verkehrskreise, also die Leute, die man da befragt, die Marke mit dem Unternehmen verbinden. Und da muss man in der Regel wenigstens 25% Wiedererkennungswert quasi erzielen. Und das ist für die allermeisten Marken schon wirklich eine sehr hohe Hürde. Die meisten Marken sind natürlich nicht 25% aller Befragten in Deutschland bekannt. Und so eine Umfrage kostet auch locker irgendwo zwischen 20.000 und 40.000 Euro, je nachdem, wie aufwendig diese Umfrage gestaltet wird und wie groß man diese Umfrage anlegt. Noch schwieriger ist der Nachweis einer notorisch bekannten Marke. Im Regelfall, auch wenn das so natürlich nicht in der Kommentarliteratur oder im Gesetz drinsteht, ist es eigentlich so, dass man die durchsetzen kann, wenn das Gericht die Marke als notorisch bekannt kennt. Und das ist nur für ganz wenige Marken der Fall, wie zum Beispiel Coca-Cola oder Apple oder Facebook. Diese Marken würde ich alle als notorisch bekannt betrachten und ein Gericht bestimmt auch. Das betrifft eben nur wirklich einen ganz kleinen Teil aller Marken, die es überhaupt so gibt. Der Regelfall ist also mit Abstand die eingetragene Marke. Dann gibt es noch verschiedene Markenformen. Der Regelfall ist die Wortmarke auf der einen Seite, also ein Produktname oder ein Firmenname. Und auf der anderen Seite die Bildmarke oder Wortbildmarke, zum Beispiel für ein Logo, wie ein Mercedes-Stern oder der Nike Swoosh oder irgendwelche grafischen Bestandteile halt. Dann kann man mittlerweile aber auch ganz exotische Marken eingetragen bekommen. Hörmarken für Klänge oder Klangabfolgen, 3D-Marken für dreidimensionale Gegenstände, Farbmarken für abstrakte Farben oder Farbkombinationen. Und dann gibt es noch ein paar sehr exotische Marken, die allerdings auch hin und wieder angemeldet werden, wie Positionsmarken. Eine bekannte Positionsmarke, die vielen Frauen bekannt ist, ist sicherlich Rot auf der Schuhsohle. Und dann gibt es noch Kennfadenmarken zur Kennzeichnung von Stoffen oder Hologrammmarken und viele weitere Marken. Theoretisch gibt es sogar Geruchsmarken. Die sind allerdings bisher nur in Ländern wie Kolumbien, Argentinien oder Russland eingetragen. Die meisten Länder weigern sich allerdings, Geruchsmarken einzutragen, da Marken grafisch darstellbar sein müssen, jedenfalls in der Regel, und aus dieser grafischen Darstellung auch reproduzierbar sein müssen. Und einen Geruch kann man eben aus einer grafischen Darstellung nicht immer wieder exakt reproduzieren. Und was kosten Marken? Eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt kostet für die Anmeldung 290 oder 300 Euro, je nachdem, ob man sie elektronisch oder in Papierform anmeldet. Wenn man einen Anwalt hinzunimmt, dann kommen noch einmal ein paar hundert Euro Honorar dazu. Das Honorar für den Anwalt kann irgendwo zwischen 300 und 1000 Euro, würde ich mal sagen, liegen, je nach Erfahrung des Anwalts, der Aufwand der Beratung und der Größe der Kanzlei. Ich würde mal sagen, das sind die drei wichtigsten Faktoren, die das Honorar bestimmen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Markenrecht ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.